So schön. Din, 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 din. Din, 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 din. Kann ich das markieren? Gibt's Markierungen? Doch, R3, nice. We ballin. We chocobowin. Wo ist Chocobo? Okay. Ich würde gerne zu den Titanen freischalten. Das heißt, ich folge wieder einem kleinen Phoenix. Ram, bam, 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 bam. Hallo Angel, hallo Happens, hallo J-Gamer. Was geht? Ich musste noch nicht mal klettern. Hey Mariko. Das Celebi erkenne ich doch von überall. Von weitem. Pass auf, first try diesmal. Hallo Mr. Ferrero. Warum kriege ich für alles, was ich mache, eine Trophäe? Chadley, Ruhe. Chadley, lass mich in Ruhe. Wie geht es? Seid ihr heute Mittag ohne mich klargekommen? Ich weiß, es ist hart. So hart, was ist das? Hätte ich mal zugehört. Was ist das? Ausgrabung. Ich gehe jetzt zu diesem Turm. Dann finde ich die letzte Quelle oder vorletzte Quelle. Guten Morgen, Pokémon-Meister. Guten Morgen. Kann ich eigentlich fliegen? Irgendwie hier runterfliegen? Nein. Geheck. Vor. Hallo. Hallo Terminator. Gerade den Bot von gestern zu Ende geguckt. Perfektes Timing. Kira, danke fürs Anschauen. Irgendwie weiß ich den Weg nicht. Warum gehe ich falsch? Ich muss zu diesem Aquädukt wieder. Gott, die Welt ist echt größer, als ich dachte. Ich war arbeiten, hatte schon Panik, dass meine Streamreihe wieder bricht. Oh nein. Ist voll gemein, gell? Aber das bin ich. Gemein. What? Und Kira, jetzt hast du den Bot angeschaut. Willst du Final Fantasy nicht selber spielen? Ah, ich muss ein bisschen blocken, genau so. Machst du deinen Shiny Living Dex alles mit männlichen Pokémon, außer bei den Ausnahmen? Nee, bei Shiny ist es mir egal. Bin doch nicht verrückt. Nee, Shiny ist egal, da... Einfach Shiny. Aber ich mache halt ein Shiny Living Form Dex. Also bei manchen brauche ich auf jeden Fall beide Geschlechter. Die Kuppel. The Dome von Stephen King. Ich habe eine Quelle. Mittagsschicht ist halt richtig mies. Warum ist die Mittagsschicht mies?
Das da sind so Herausforderungen, oder? Jagd. Okay, ich guck mal kurz die Jagd an. Baby Chocobo. Folge den kleinen Helfern, die den Weg zeigen. Zum Beispiel sind streunende Chocobo-Küken ein sicheres Zeichen dafür, dass sich eine Chocobo-Haltestelle in der Nähe befindet. Ach, deswegen waren die immer da. Alright. Warum hat er einen... Das ist ein so ein Tier in Palworld. Hat auch so einen Kopf. Diese Nuss. Dann machst du das auch so. Ich würde vorschlagen, du machst das, wie du das willst. Wie hätte ich jetzt, wenn ich jetzt gesagt hätte, natürlich. Ich suche jedes Shiny auf jedem Level mit jedem Geschlecht und jeder Fähigkeit und jeder Falte. Hättest du dann das auch gemacht? Was war da hoch? Greinendes Gras. Ah, jetzt kommt wieder Chadley an den Start. That's not Chadley. Ist das Chadlet? Chadlet? Eine Chadlet, als hätte nicht Chadley gereicht. Hallo Muck. Deswegen, dann hättest du es auch so gemacht. Was eine Melone, du musst deine eigene Entscheidung treffen. Die da. Okay, verhindere Nährstofftanken. Schocke einen Gegner. Erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Verhindere Nährstofftanken. Habe ich die sogar schon? Ich glaube, das sind... Ah ne, das sind Alraunen. Erstmal scannen. Feuer. Nutze ihre elementaren Schwäche aus. Nachdem ihr eine bestimmte Geschenk zugefügt wurde, tankt sie neue Nährstoffe, wobei sie mit starken Fertigkeiten unterbrochen werden kann. Starke Fertigkeiten, okay. Muss ich bei allen... Ich muss auch nicht bei allen Nährstofftanken verhindern, oder? Das ist doch unmöglich, es sind drei Stück. Schon Nährstofftanken habe ich schon nicht geschafft zu verhindern. Wie soll ich das denn verhindern, wenn drei Stück hier sind? Ich kann nicht alle drei auf einmal... Ich meine, ich kann taktisch alle drei auf einmal nacheinander oder halt kämpfen mit den drei Charakteren. Hey, Drarot. Okay, Nelsi, und? Hast du es geschafft? Es war in der Demo schon so blöd, da habe ich auch die eine Quest nicht geschafft, wo man eine gewisse Attacke verhindern sollte. Weil wenn es mehrere sind, wie soll ich denn... Also ich weiß schon wie, aber oh mein Gott. Dann muss ich den Charakter, dann muss ich da pausieren, den Charakter darauf lenken, da pausieren, den Charakter darauf lenken, halt so richtig taktisch. Zeit ist eigentlich ein Home, ob das Pokémon ein Alpha-Pokémon ist? Ja. Solange du auf Legends Arceus gestellt hast. Hallo Lurky. Ja, aber heute Mittag habe ich nicht gestreamt, Mariko. Also war heute die Mittagsschicht nicht so schlimm, oder? Das ist doch die Konsequenz. Gern geschehen. ich check nicht, wie ich da hinkomme. Andere Seite. Unten lang. Jetzt ist alles Road. Lass doch wieder runter. Leider noch nicht Setup. Hat sehr lange gedauert, bis alles funktioniert hat. Ja, das ist krass, oder? Du bist dreimal ein Frame vorbei gewesen. Nice. Warte mal, was war das? Sollte jetzt hier nicht sowieso langsam so ein Phoenix sein? Andere haben das Spiel schon durch, oder? Ich bin immer noch im ersten Gebiet. Vielleicht schaffe ich heute die Schlange. Aber ich muss noch ein bisschen aufleveln. Vor allem will ich mir Titan holen.
Vielleicht verstärkt Titan. Titan ist wahrscheinlich besser als mein Chocobo. Aber gegen die Schlange muss ich eh Shiva nehmen. Vielleicht muss ich. Vielleicht sollte ich Shiva einfach Cloud geben. Fuck. Chadley, du musst nicht jedes Mal anrufen. Gut. Dann kann ich jetzt hier schnell reisen, oder? Und ich meine, Gott, hier gibt es so viel zum Anschauen. Was ist das jetzt? Ausgrabung. Ich sollte einen weiteren Turm suchen. Was ist das? Feldforschung. Wachturm an der Küste. Ist das eine harte Quest? Das ist wieder eine Jagd. Ja, ich gehe mal zu dem Turm hier. Beistand. Ah, das ist wahrscheinlich die Quest von der Madame. Kann ich hier schnell reisen? Kann ich hier schnell reisen? Nein. Ich kann nirgendwo schnell reisen. Ah doch, bei diesem schwarzen Punkt kann ich schnell reisen. Hallo Cynthia. Aber hier kann ich mich nicht heilen. Egal. Ein schöner roter Touch. Was ist mit dir eigentlich hier? Ram, pam, pam, pam. Ich habe heute unfassbar viel vom Video geschafft. Ich habe jetzt herausgefunden und ich darf da gar nicht dran denken, weil das mich fertig macht, der Gedanke. Ich muss einfach blind weitermachen. Aber ich schaffe beim Video so eine Minute in der Stunde. Das heißt, ich brauche eine Stunde, um eine Minute zu schneiden im Schnitt. Und ich bin jetzt bei Minute 27 oder so. Mock. Der Plan ist heute auf Minute 32 zu kommen. Dann ist das Mamfaxo-Kapitel fertig. Und ich bin jetzt so da drin, dass ich nicht mehr weiß, ob das Video gut ist. Das hasse ich. Ich kann nicht beurteilen, ob es gut ist, leider. Aber wir sehen einfach mal. Mogri. Kupo. Though, I'm sorry to say, we aren't open quite yet. And I'm not even sure when we will be. Ich mag die Kubos aus Crystal Chronicles am liebsten. Ich finde, die hier sind zu lang. Oh Gott. Actually, maybe you wouldn't mind helping? The Mooglets are having too much. Final Fantasy ist lang. Das ist bestimmt so ein 100-Stunden-Spiel. And then we can open up the Emporium and everyone will be happy, Kubo. Durchspielen wahrscheinlich 40 Stunden oder so. Oh Gott, liebt die mich? Fine. I'll see what I can do. Thanks so much, Kubo! Die Mogelkinder veranstalten jede Menge Schabernack. Welche ihnen geschickt aus und bringe sie alle zurück zum Mogri-Haus. Ich hab schon gehört, dieses Spiel ist voll mit Mini-Quests. Und wie? Also bekämpfen. Was mache ich mit denen? Rollen. Achso, ich muss sie einfach. Wohin? Einfach, was? Hä? Achso, ich muss sie zu den Häusern bringen. Was? Wo muss ich sie hin tun? Der eine hat war auf einmal richtig. Einfach zu dem, einfach in die Mitte. Aber wie soll ich den zur Mitte lenken? Das ist wie Schäfchen. So. So, okay. Komische Quest. Ich weiß so, zu meiner Zeit haben wir in Twilight Princess Schafe in den Stall geschickt. Und nicht irgendwelche fliegenden Teddybären. Geht's auf Zeit eigentlich? Keine Zeit ist am Ticken.
Hallo JJ. Vorbei ist auch so eine gute Übersetzung. Vorbei. Anstatt zu sagen, geschafft oder erfolgreich oder you did it. Du hast es. Hallo Azrael. Exchange Moogle medals for cool stuff we found lying around. Everything's great, I promise. Everything is awesome. Ich habe Medaillen doch gefunden schon. Rubin, Smaragd, Materia Ohrring, Einführung in die Schwertkunst. Oh. Wie viel brauchst du? 6 Medaillen. Wie viel habe ich? 5. Macht man, wenn sie noch Spaß? Ich bin ja immer noch am Anfang. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich habe nicht mal das Tutorial, gibt's nicht wirklich, aber... Das Gefühl, ich habe nichts gemacht bisher. Was, der Kleine hier will was? Schabernack, das ist wieder das Spiel. Okay, nein, 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 nein. Ich kriege jedes Mal eine Medaille dafür. Das heißt, ich könnte das jetzt machen. Egal. Wir gehen weiter zum Punkt hier. Ich will Titan freischalten, um gegen die Schlange vielleicht besser anzukommen. Weil ihr müsst natürlich wissen, Beschwörungsmateria sind nicht nur gut zum Beschwören, sondern sie steigern auch meine Stats. Oh, vielen Dank, Pascal! Da ist der Zettel. Hat schon Angst, dass keiner kommt. Pascal, Stufe 2, vielen Dank. Vielen Dank. Pascal, bald sehen wir uns hoffentlich. Wir müssen uns noch connecten, dass wir... wie, wann, wo ausmachen. Falls das noch geht. Ich muss nach oben irgendwie, aber Chocobo, please. Da Hamke auch mit Stufe 2. Ihr beide sprecht euch ab jedes Mal. Pascal und Hamke. Springen, Kupo. Jetzt reicht's ja aber. Was ist denn hier gerade los? Neuer Monat und so lachender Smiley. Alter, chillt mal kurz. Wartet, ich muss doch erstmal. Fuck. Okay. Moment. Was passiert? Hamke, Stufe 2. Vielen, vielen Dank, Hamke. Vielen, vielen Dank. Pharrell, 100 Bits. Eine Suchfahrt, die ist lustig. Eine Suchfahrt, die ist SCH und Mommelmampf, Mommelmampf. Die ist SCH. Should we be worried about those things? Nein. Wir sind fein. How can you be so sure? Azrael, vielen Dank für 35 Euro. Übertreib. Danke euch. Diana ist wieder da. Das erste Mal, als ich hier war, hab's Final Fantasy 7 Remake. Und jetzt schaue ich seit langem mal wieder rein, es gibt Final Fantasy 7. Der Kreis schließt sich. Jana, schön, dass du reinschaust. So lange ist das her, ne? Ich weiß noch, Final Fantasy 7 Remake, das ist krass eigentlich, wie lang das her ist. Und keine Ahnung, es ist krass, wie lang das her ist. Und wie lange wir allein für Final Fantasy 7 Remake gewartet haben, dass es rauskommt. Und jahrelang, oh mein Gott, und dann, oh mein Gott, was wird mit Teil 2? Und jetzt ist Teil 2 da und alles ist... komisch und krass. Ich verstehe nix. Aber ich bin nicht ansatzweise weit. Wo ist der Knöpple? Das Knöpple, ist das unten oder was ist das Knöpple? Ein Knöpple, da ist Knöpple. Kann ich Knöpple drücken? Nein. Ihhh, könnt mich jetzt killen. Fuck. Macht nix. Ach so, den kann man nicht blocken, das war der Sinn.
War der Kartenmaler unterwegs? Moment mal, warum sind alle... Ne, nicht alle sind tot. Sternenstaubstrahl. Mal machen. Oh Gott. Übertreib! Geile Attacke! Red, geile Attacke! Alter, diese Wölfe sind schlimm, ey. Hat sie Feuer? Sie hat auch kein Feuer. Ich beschwöre jetzt sicher keine Shiva. Easy. Endlich erwische ich dich mal live. Ich möchte mich endlich mal bedanken für die Post, die ich Anfang Februar bekommen habe. Habe mich sehr darüber gefreut, auch wenn gerade kein Pokémon läuft. Brico. Es läuft hier immer Pokémon, aber zurzeit bin ich am Videoschneiden tagsüber und dann will ich nachts für 2-3 Stunden einmal kurz chillen. Und das mache ich jetzt mit Final Fantasy. Aber gerne, gerne, gerne. Haben wir eine Quelle gekriegt? Könnte es nicht sogar einen dritten Teil geben? Ja, das ist ja, glaube ich, bestätigt, dass es aus 3 Teilen besteht. Ich weiß auch noch nicht, wie er endet. Ich meine, ich bin immer noch ganz am Anfang hier. Keine Quelle? Hä, das hat mir nichts gebracht, dieser Turm. Wow. Ist das da vielleicht die Quest mit der Wachturm an der Küste? Wo ist die Quest von ihr? Vielleicht muss ich sie nochmal ansprechen. Vielleicht hat es gestern nicht gespeichert. Na gut, ich sollte mich heilen gehen und das können wir ganz einfach, indem ich hier bam, bam, bam. Oder ist ja auch ein kleiner Baby-Chocobo. Nein. Kein Baby. Sieht das besser aus oder das? Das sieht besser aus. Und das sieht sowieso besser aus, wenn ich mal nicht knallrot bin. Cloud ist tot, ja, aber nur im Kampf. Sonst könnte man ja nicht spielen. Das ist nicht wie bei Pokémon, dass wir dann, oh, wir müssen zu einem Chocobo-Raststätte. Ich oute mich mal als Nicht-Kennerin, aber kann mir mal jemand grob erklären, um was es bei der Spielreihe geht? Schwierig sind hier. In erster Linie, ich weiß nicht. Okay, warte, ich denke mal daran, dass Leute es auch spielen wollen, aber du willst vielleicht einfach nur wissen, um was es hier geht. Im Moment spielen wir sowieso keine Story, weil ich noch zu schwach bin. Hier ist ein Endboss, gegen den ich gestern hier, wo ich verreckt bin. Oder hier war der, glaube ich, ne? Na, keine Ahnung. Ich würde gerne ein bisschen leveln. Deswegen mache ich gerade ein paar Quests. Final Fantasy, könnte man behaupten, ist die bekannteste JRPG-Reihe, die es gibt und wahrscheinlich so die erste, die wirklich verwestlicht wurde, also die bei uns angekommen ist. Inzwischen gibt es ja sehr, sehr viele, aber es war so die erste, glaube ich, die richtig populär war. Aber sagt mir, ob ich Quatsch rede. Ich würde gern zum Turm hier. Und allgemein, Final Fantasies haben nichts mehr miteinander zu tun, es ist einfach eine riesige Welt. Aber du kannst Final Fantasy 8 spielen und dann 10 und dann 7 und dann 6, ist vollkommen egal. Aber innerhalb der Zahlen sind sie halt eine Geschichte. Und 7 ist der bekannteste Teil von allen und das ist gerade 7. Und der hat auch am meisten Teile und es ist eine fette Geschichte in sich.
Ich wollte runter. Warum sind jetzt zwei da? Wo ist der andere hergekommen? Es zählt nicht. Warte, habe ich dies gescannt? Warte mal. Naja, Feuer. Alle sind Feuer hier. Und storytechnisch ist sehr schwer. Ludavide, storytechnisch schwer zu erklären, weil ich selber nicht verstehe. Aber du wirst hier heute auch wenig Story sehen. Die Story ist, grob gesagt, wir sind eine Gruppe an Menschen, die sich zusammengefunden haben und Tieren. Ich wollte nicht auf dich drauf. Nein. Ich finde es ja geil, dass es keine Taste gibt, mit der ich auf den Chocobo draufsteigen muss, aber ich renne die ganze Zeit nie rein. Wir sind eine Truppe, die, sagen wir mal, wir sind Terroristen, aber unsere, also die Absicht ist natürlich eine gute, und zwar wollen wir Shinra stürzen. Ich erzähle es ganz grob. Shinra sind quasi die Bösen. Ich bin ein ehemaliger Shinra-Soldat. Und ich schalte nichts frei. Okay, wir gehen dann jetzt einfach hier hin. Und wir waren in der Teil davor, hat gespielt in der Stadt, in der Hauptstadt von Shinra, und wir haben dort... Es ist schwer beim Kämpfen es zu erklären, weil ich tatsächlich mich konzentrieren muss. Ja, die hätte ich scannen sollen. Nein, keine dummen Wölfe. Und wir haben versucht, die Stadt lahmzulegen und haben dort Reaktoren in die Luft gesprengt, damit Shinra eben verletzt wird quasi. Und dabei hat es aber geschafft, Shinra das irgendwie vorherzusehen und hat uns das alles und hat quasi den Reaktor so in die Luft gesprengt, dass die ganze Stadt fast explodiert ist oder so gut wie ein großer Teil der Stadt. Das uns in die Schuhe geschoben. Dabei wollten wir das natürlich friedlich machen und nicht extrem böse, und dann haben die es aber so aussehen lassen, als ob wir die Stadt quasi zerstört hätten und tausende von Menschen getötet hätten. Und dann sind wir aus der Stadt geflüchtet, weil wir natürlich als Terroristen jetzt gelten, und sind jetzt auf der Suche nach der Lösung. Aber das habe ich noch nicht mal angefangen mit Zeitreisen und Genova und warum der überhaupt eine Katze ist und warum wir Frösche werden können. Ich will Frösche werden. Ich hoffe, das kommt hier noch irgendwo, dass ich Frosch sein kann. Das habe ich gesehen, das ist eine coole, lustige kleine Quest. Eine Froschquest. Wollte ich das machen? Erledige alle Gegner. Okay, das ist einfach nur schockfällig und shoppen. Das kriege ich hin. Rare Alpha Dog Variant identified. Commencing Guidance Protocol. The docile disposition of the Alpha Dog led to its widespread adoption as a beast of burden. Habe ich die schon? Nein. Auch Feuer. Auch gar keine Analyse machen. Es ist die Chance, dass es Feuer ist, ist riesig. Ich muss mehr blocken, ey.
Alter. Ich hab keine Zeit. Fuck, ich hab keine MP mehr. Let's do this. Ich hab noch so eine Feuerattacke. Die anderen sollten auch mal Sachen machen. Diese Attacke war so krass, aber die kann er nicht machen. Flammenblitz. Die zählt als Feuerattacke anscheinend. Ich meine, ich könnte jetzt noch beschwören. Wenn er doch, hat er Ifrit? Aber er hat kein Ding. Okay, ich beschwöre einfach mal. Feuerkatze kann keine Feuerattacken. Nein, bisschen blöd. Muss ich halt ausrüsten. Man kann alles ausrüsten, was man will. Jeder kann alles. Das ist geil an 7. Jeder kann alles. Aber an sich haben die natürlich schon Stats. Also Aerith ist natürlich eher die Heilerin, die Magierin und sowas. Ich bin eher der Angreifer. Aber ich glaube, Cloud ist Allrounder. Ich glaube, der kann alles gut. Ja, schon. Komm schon. Okay. Mann, warum ist es so schwer? Dafür, dass ich noch am Anfang bin. Es ist nicht so geschenkt alles. Dafür, dass ich am Anfang bin. Du hast noch nie Final Fantasy gespielt? Ich glaube, der Teil könnte vielen gefallen. Das Problem ist halt, dass storytechnisch es schwierig ist, ohne den Teil davor hier einzusteigen. Aber allein von der Vielfalt von Gameplay, was es hier gibt, von wegen quasi Open World und die ganzen Quests und Kämpfen, Hack and Slay, nicht mehr ganz so taktisch wie früher. Wobei, du kannst es taktisch spielen. Wie man zwischendrin auch machen muss, sonst glaube ich, hat man keine Chance. Anstatt die ganze Zeit nur Tasten zu hämmern, muss man zwischendrin mal pausieren und überlegen, der Charakter macht das, damit der und die zwei zusammen. Hier muss es doch noch mehr Haltestellen geben. Sehe ich die von oben, die Haltestellen? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal zu Chadley. Denn Chadley könnte jetzt die Titan-Quest haben, die jetzt super einfach ist. Wahrscheinlich wird sie trotzdem schwer. Welcher Final Fantasy Teil war denn zukunftstechnisch? 8, 13? 13, aber 13 war irgendwie alle, die meisten sind mittelalterlich. 15 hatte auf einmal Autos. Wobei 8 und 7 hat auch Autos. Das ist echt schwer immer zu. Es ist halt komplett. Das ist das Schöne so, du kannst nie wirklich eine Zeitepoche zuordnen, die wir kennen aus unserer Welt, weil es so frei erfunden ist. So, Mr. Chadley. Thank you, Cloud. For as you are aware, thus making them to that end, I ask that you activate any others you come across. Habe ich jetzt Punkte und kann hier Sachen kaufen? Automagie, Autospezialfertigkeit. Nutzt automatisch verbundene Materie, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das machen wir. Das brauchen wir. Davon kaufen wir. Soll ich mir davon mehr kaufen? Ich kaufe erstmal alles einmal. Okay. Ziehen wir unsere coole Brille auf. Oh, jetzt kommt nicht mehr die Animation mit der Brille aufziehen. Das ist smart. Titan. So, warum sind da jetzt ist ja immer noch nur noch ein Teil? Hä? Schwächung Stufe 2 wird freigeschaltet, wenn du 2 Esper-Kristalle analysiert hast. Oh, ich habe überhaupt keinen Titan-Kristall analysiert. Was waren es dann für Kristalle, die ich analysiert habe? Ich meine, ich kann trotzdem einmal probieren, ob Schwächestufe schon. Oh Gott, nee, das schaffe ich nicht. Seht mal, ich hyped auf Pokémon Legends ZA. Sa. Ach, hier ist ja eine Bank.
Selbstverfreilich. Es wird großartig. Du weißt doch, ich liebe Legends Arceus. Erforderlich erhöht den Schaden von Waffenfertigkeiten um 3%. Gott. Eisige Verkettung, okay. Ich kann eh nicht so viel machen. Ich finde es komisch, dass man nur einen Anfangspunkt hat. Aber vielleicht kommen noch mehr Anfangspunkte übrig, weil ich kann ja fast nur linear hier durchgehen. Phantombiss. Da spielt der Name rein. Fantasy. Mhm. Der Name ist sowieso interessant, oder? Ich meine, warum? Das ist so alt. Wahrscheinlich haben die damals einfach einen cool klingenden Namen gesucht. Weil die endliche Fantasie ist schon... So, warum? Ich glaube nicht, dass der Name noch heutzutage irgendeine Bedeutung hat. Ich mache einfach mal. Aber warum magst du Legends Arceus nicht, Pascal? Es ist so genial, es ist das Beste von allen. Okay, diese dumme Quest da, ich glaube, das hat der nicht gespeichert. Hi, how can I help you today? Du hast Quest für mich kaufen. Achso. Was? Nee. Da ist ein Zeichen bei kaufen. Warum? Ist das die Quest? Magisches Pulver. Ungeheuerkralle. Okay, warte mal. Muss doch irgendwo was stehen. Hier und dann. Sammle Goldfedern, um sie in Chloes Laden gegen Chocobo-Accessoire einzutauschen. Das ist die Quest? Ich dachte, die hat irgendwas gesagt von wegen, yo, Blumen. Esper-Kunde, hier ist Titan Esper. Okay. Aber vielleicht ist die Quest einfach, eine Sache zu kaufen. Ich check's nicht. Was für goldene Federn? Ach, tauschen wahrscheinlich. Ah, hier. Okay, dann... Was bringt mir das? Nix. Ist einfach nur optisch. Okay, das war die Quest. Chocobox. Tutorial Quest. Okay. Ich finde ihn fast nackt cooler. Okay. Das stimmt, wenn Mega-Entwicklungen kommen, dann hat es mehr mit Kampf zu tun, das Spiel. Stimmt eigentlich. Gut, dann reiten wir jetzt dahin. Wie kann Mega denn in der Vergangenheit da sein, wenn wir sie in der Gegenwart erst erforschen und begreifen? Macht für mich keinen Sinn. Ja und? Dann... Du musst das Spiel ja nicht machen. Game Freak wird da schon Sinn finden. Und selbst wenn nicht, who cares? Glaubst du, den Leuten ist wichtig, dass die Lore stimmt? Erstens kannst du die Lore dir immer hinbiegen, dass es funktioniert. Nur weil Dean Carlos das in 2005 oder so erforscht haben,
heißt es nicht, dass es nicht in der Vergangenheit schon existiert haben kann. Und Vorfahren das auch schon erforscht haben und die Forschungen verloren gegangen sind. Du kannst so viele Sachen dir überlegen, dass es logisch ist. Gar kein Problem. Und who cares? Natürlich wird es mega Entwicklungen geben. Wo soll das denn jetzt sein? Hm? Das muss irgendwo unten sein. Irgendwo ist hier eine Höhle oder so. Selbst wenn ich da reinkomme, da ist gar keine Leiter drin. Okay, irgendwie muss ich reinkommen können. Gott, oh Gott. Wurde nicht zwingend gesagt, dass das Spiel in der Vergangenheit spielt? Nee, aber ich bin ein großer Verteidiger davon. Da unten wahrscheinlich. Geil, dass diese Dinger jetzt hier sind, aber auf der Karte ist es eh verzeichnet. Also, wofür brauche ich jetzt noch diesen Spirit? Okay, nochmal. Was war hier nochmal? Nix, oder? Einfach nur. Achso, doch, diese. Ein anderes kleines Minigame, in dem wir Tasten drücken müssen. Krieg ich hin. Kapow. Aber warum wundert dich der Hype auf Mega-Entwicklungen? Es ist bestätigt, dass Mega-Entwicklungen kommen und alle lieben Mega-Entwicklungen. Ist doch klar. Ich meine, ich bin auch ein Freund davon, sich nicht zu früh zu freuen, aber wir können uns definitiv auf Mega-Entwicklungen freuen, hä? 100%. Ich fände es komisch, wenn es in der Zukunft spielt, weil es für mich keinen Sinn ergibt, wegen Name, Story und allem Möglichen. Aber vielleicht spielt es in der Zukunft. Okay, sowas jetzt bitte nochmal. Ich meine, hier ist noch ein Turm, da ist noch ein Turm. Oh mein Gott, kann ich da überhaupt schon hin überall? Wahrscheinlich, krank. Okay, dann zum Partypopper. Was macht eigentlich der Kleine? Zum Streicheln, oder? Der Jacobus ist so süß. Ach, süß, süß. Ja. Jetzt gib mir deine Federn. Kann ich nicht einfach ein so ein Chocobo, naja, alle Federn ausreißen und dann sagen, jo, hier sind so 5000 Federn. Bitte upgrade alles. Ich könnte ja leveln an den Gegnern. Chadley, du nervst. Okay. Das habe ich inzwischen gecheckt, wie das geht. Wittern. Nein? Okay. Gleich habe ich es gecheckt, wenn wir den Punkt finden. Wittern. Warum ändert aber die Musik so? Weil hier ein Schatz ist, oder was? Nee. Hier. Wittern.
Da. Guckst du. Moment, ist es an der Wand, oder wie? Aber da ist nichts. Modifikation. Auf gute Grafik können wir gar nicht hoffen. Wollen wir gar nicht hoffen. Dafür gibt es diese Spiele hier. Nein. Böser Chocobo. Für ein lustiges kleines Minispiel. Ich hoffe, das müssen wir nicht allzu oft machen. Chadley, halt die Klappe. That's quite the trick. In fact, given it's rare. Machen die anderen eigentlich auch was? Geil, der kann nicht durch Wände riechen. So funktioniert Geruch nicht. Aber vielleicht muss er das, den Ort sehen. Habt ihr die Story mitgekriegt von Austin John und dem Flugzeug? Austin John war auf einem Flugzeug, was dann wieder umgedreht ist oder woanders gelandet ist, weil jemand auf dem Flugzeugklo geschrieben hat, ich habe eine Bombe. Und natürlich ist dann das Flugzeug so schnell es geht gelandet und Polizei das Flugzeug so umrandet und sowas. Und dann wurde das ganze Flugzeug wurde dann in Grüppchen aufgeteilt und dann wurden alle in verschiedene Busse gesetzt. Und das war dann schon irgendwie so ein Ablauf von 6 Stunden oder sowas. Die waren alle am Verhungern, konnten nicht auf die Toilette und sowas. Und dann ich muss nur gerade denken, wegen Schnüffeln muss ich dran denken. Und ein Hund, also die Hunde von denen, konnten dann anhand des Geruchs von dem, der das geschrieben hat. Also im Badezimmer war der Geruch von jemandem, der das geschrieben hat. Und dann haben sie den Geruch im Badezimmer von dem, der das geschrieben hat, zugeordnet dem Gepäck von dem, was alles noch im Flugzeug war. Und dann natürlich rausgefunden, dass natürlich gar keine Bombe war und einfach nur jemand spaßig erlaubt hat und 300 Menschen dafür ihren ganzen Tag verschwendet haben und viele andere Sachen. Aber ich finde es so krass, dass ein Hund anhand des Geschriebenen rausgefunden hat, welches Objekt dem gehört hat. Können sich die Chocobos mal was abschneiden hier. Gut, soll ich jetzt wirklich versuchen, da hochzukommen? Geht es? Aber ich kann wahrscheinlich hier hoch, ja. Irgendwo muss ich hier hochgehen. Hier. This road's seen better days.
Much of the Republic's infrastructure has fallen into disrepair after years of neglect. And you know damn well, Shinra ain't about to spend a single gill on shit they don't use. Is it? Wo ist überhaupt hin? Ja. Komm ich da hin? Da sieht man, da ist noch eine fette Mauer. Ich muss doch da hinkommen können, sonst wird es mir doch nicht angezeigt werden. Kann ich mich in die Stadt wieder schleichen? Ist ja geil. Kann ich das Kartenspiel noch fertig machen? Gabelung der Marco-Leitung. Der Spaß wäre mir viel zu teuer. Ich hoffe, wahrscheinlich ist die Strafe immens, die der tragen muss. Ich meine, allein alle Ausgaben, die alle hatten, deswegen muss mindestens der übernehmen und dann noch natürlich fette Geldstrafen hoffentlich. Straße. Was ist, wenn wir versuchen, wieder in die Stadt zu gehen, aber von der anderen Seite? Das ist eine gute Idee. Vielleicht kommen wir rein, vielleicht sind ja, ist Shinra wieder weg. Oh mein Gott, ich bin in Calm. Hä? Ich dachte, ich bin geflohen und komme hier nie wieder hin. Wie geil. Shinra ist einfach wieder gegangen. Leute, ich bin wieder da. Alles ist gut. Keinen interessiert hier. Hallo, Stadt. Euer Retter ist wieder da. Ich habe, was habe ich eigentlich gemacht? Nix. Nur Trauer verursacht. So, warte mal, da ist ein... Oh, hallo. I was starting to worry. I thought you were here to fix the... never mind. Yeah, we're more like demolition experts. Tag 1 ist kein englisches Wort, Phoenix. How can you make jokes at a time like this? Hallo Phoenix. What's going on? It's the Mako pipeline. It sprung a leak. I paid a wandering merc to patch the thing up. I thought I'd hear a merc. Yep. Some hotshot from Midgard's undercity. Or sounds like a pro wheel. Merc ist alles keine auf Deutsch. Nein. Ja. If you're that keen. You will. In so einem Scherz bist du auch Lifetime angeschissen, vermutlich auf Fluglinien geblacklistet und Einreiseverbot für so manch ein Land. Das war in Amerika. Also kann sein, dass er nie wieder fliegen kann. Zumindest für die nächsten Jahre oder sowas. Ich find's nur... Also ich habe jetzt nicht nachgeforscht, aber aus so einer Person sollte definitiv ein Exempel statuiert werden. Und das, also nicht der Name von der Person natürlich öffentlich sein, das wird viel zu oft gemacht, was Quatsch ist, aber... Die sollten sagen, dass das passiert ist und das war und der hat die Strafe gekriegt, damit es nie jemand wieder macht. Bei einer Partie Blut der Königin hat mir eine seltene und wertvolle Karte abgenommen. Ja, ja, ich nehme alles. Ich bin eine Quest-Hure. Wo ist das Kartenspiel? Was will ich jetzt noch machen? Hier sind mehrere Kartenspiele. Noch zwei. Mal schauen, ob ich jetzt herausfinde, wie das Spiel funktioniert. Ich habe das erste gewonnen, ohne zu checken, was ich gemacht habe. Ah, gegen kleines Kind. Easy. Nene. The Nene. Wie startet man? So. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Weiß irgendjemand, wie das Spiel funktioniert? Ich meine, ich könnte auf Tutorial drücken. But I'm here to lead. Not to read. Bastjo. Irgendwie muss ich die meisten Punkte auf dem Spielfeld haben. Und... Ich schätze stark, dass
die Punkte sich gegenseitig verstärken, wenn halt der Punkt da daneben ist oder so. Weil hier habe ich ein... Was heißt dann das rote Symbol? Ah, das rote Symbol heißt dann plus 1. Und dann die, die da hingesetzt werden, wo es blau ist, kriegen auch nochmal mehr wahrscheinlich. Deswegen würde ich jetzt so machen. Wahrscheinlich kann man später sogar andere Karten zerstören und das nicht alles. Und hier macht man sogar dann gegnerische Karten stärker damit. Eieiei. Und jetzt kann ich zum Beispiel eben... Warum? Achso, ich muss auch noch so machen, dass es Sinn ergibt, dass es überhaupt hinpasst. Hey. Warum kann ich denn doch den Wolf kann ich machen? Warum kann ich den nicht machen? Weil das... Ah, weil der braucht zwei. Ah, jetzt sehe ich das Symbol da oben. Quasi die Wertigkeit, wo ich sie hinsetzen darf. Das heißt, ich muss einen Dreier erschaffen, um überhaupt den Zauberpot hinmachen zu können. Und vielleicht ist es beim Gegner ja dann negativ. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Das heißt, da könnte ich als nächstes dann den Mu hinmachen, aber den sollte ich da nicht hinmachen. Hier soll ich den Mu hinmachen, dann wird nämlich mein Wolf noch stärker. Ich habe alles verstanden. Das ist das neueste Final Fantasy, ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Das ist die Fortsetzung von Final Fantasy Remake. Und nein, das ist kein Remake, sondern tatsächlich eine Fortsetzung vom Remake. Das heißt Rebirth und ist kein Remake vom 7er, weil es anders ist. Dann habe ich hier eine 2 und dann kann ich hier machen, aber dann würde das, was dahin kommt, ein Plus kriegen. Oder ich mache den... Doch, ich muss den dahin machen. Oder ich mache den dahin, dann kriegt der direkt ein Plus. Aber dann kriegt das nicht. Das muss ich mal nicht so. Ich glaube, ich habe es verstanden. Oh nein, nicht der Kaktor. Und wenn ich dann den dahin setze. Ah, dann wird das wieder grün. Warum wird das grün? Weil ich stärker bin als der Kaktor oder weil ich den neuesten Zug mache? Bim, 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 bim. Ich werde keinen Dreier hinkriegen. Ich könnte den jetzt doch hier hin machen. Aber das bringt nichts. Ich kann da einen Zweier hin tun. Ich will den Dreier irgendwo hin tun. Kann ich nicht irgendwas machen, dass das darüber geht und daraus 3 macht? Nein. Okay, das ist aber interessant. So ein Spiel habe ich noch nie. Ich könnte es mit keinem anderen Spiel vergleichen. Dann mache ich mal den. Aber im Moment gewinnen wir außer auf einer Linie. Ich will das zu einem Dreier machen, aber ich krieg das nicht hin. Schade. Okay, aber ich könnte noch... Na, keine Ahnung. Ich könnte gar nichts. Ich muss einfach Punkte sammeln hier oben. Mache ich hier den hin. Hat er nichts gemacht? Er konnte nichts machen? Loser. Aber hier bin ich bei 4. Das muss ich irgendwie noch steigern. Egal. Oder 4 gegen 4. Wer gewinnt dann? Oha. Passiert da was? Nee. Jetzt kann ich nichts machen. Da hätte ich was anderes hin tun sollen. Ich hätte den Soldaten hin tun sollen. Dann hätte ich jetzt noch was machen können. Easy. Ich glaube, ich habe es verstanden. Aber es ist ziemlich kompliziert. Also was heißt kompliziert? Es ist nicht kompliziert, aber es ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, da gibt es richtig harte Kämpfe dann.
Yes, you gotta take the... Listen, kid. Now, why don't... Thank you for playing cards with me, mister. Okay, dann haben wir noch da die... Reactors are terrible for you. Wo ist es? Da sind drei. Zahira. Samantha! Kann ich das markieren? Musst du das deiner Frau sagen? Ist sie Final Fantasy Fan? Aber dann sollte sie wissen, dass es existiert. Das ist... Also ich kann mir gut vorstellen, also bis jetzt, wir wissen noch nicht viel, was dieses Jahr noch kommt, aber das... Ich schätze, das wird ein Anwärter für das Spiel des Jahres für viele. Warum ist mein... Kann ich keinen Punkt setzen? War ich schon zu nah dran? Ganz schnelles Kartenspiel. Das mache ich ganz schnell, da überlege ich nicht lange. Das wird sowieso einfach sein, schätze ich. Das Ziel ist heute, die Schlange noch zu schaffen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Oh mein Gott, entschuldigen Sie, oh mein Gott. Excuse me. That was... Oh, come to... Or maybe. I'm Zahira, just like Calm. Don't presume, because you... Ich habe kein anderes Deck. Ich kriege jedes Mal, glaube ich, 15 von 15. Wo kriege ich neue Karten? Vielleicht kriege ich eine neue Karte, wenn ich jetzt die Quest abschließe. Queen's Blood. Das sind großartige Karten. Im Moment verstehe ich, also der Gegner muss sicher mich auch beeinflussen können, weil im Moment ist es einfach nur, ich mache meine Sache und er macht seine Sache. Zum Beispiel die ist nicht mal groß genug. Ich glaube, das, allein das Spielfeld wird wahrscheinlich noch größer, weil die Karte ist viel zu klein. Aber das kann ich nicht machen. Verdammt, verdammt, verdammt. Die waren doch nicht... Bienenkönigin hätte ich da nicht machen sollen. Verdammt. Achso, doch, ich kann sie hoch machen. So machen wir das. Das war dumm. War es dumm? Das war dumm. Nee, es war nicht dumm. Vielleicht. Weil jetzt... Okay, ich verschwinde keine Zweier für Einser. Weil jetzt kann ich hier so machen. Und dann kann ich den Zweier dahin machen. Und dann wird da nämlich wieder ein Zweier draus. Oh mein Gott, bin ich gut. Und dann... Oh, die ist schon aggressiver. What? Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Oh krass, okay. Was hat die für eine krasse Line da gelegt? Okay. Die ist jetzt hier der Endboss. Geh mit dem Kaktor weg. Ich kann nichts machen, solange du nicht... Doch, den... Hä, warum kann ich den nicht legen? Das sind Zweier. Ich bin Schachmatt. Ich kann nichts machen. Ist schon vorbei jetzt. Krass. Yay. Nochmal, bitte. Okay, so schnell kann es gehen. Kein Dreier für uns. Ich probiere es. Ich habe noch nie einen Dreier geschafft. Ich mag die da nicht austauschen. Kriege ich nichts dafür? Doch. Okay, ich habe keine Einser. Doch, ich habe die Einser hier, okay. Die hat so einen komischen Stern. Ist das ein Shiny? Shiny-Karten. So, und jetzt kann ich nämlich wieder die legen, dann kriegt die den Plus hier. Und dann habe ich eine komplette Reihe hier schon mal. Es ist wichtig, dass ich überall was legen kann die ganze Zeit. Und jetzt muss ich irgendeine Zweier kriegen, indem ich zum Beispiel das hier mache. Aber ich hätte gerne in der Mitte einen Zweier, dass ich den dahin tun kann. Aber es geht nicht. Aber auch hier in der Mitte einen Zweier. So.
So müssen wir es machen. Okay. Und jetzt kann ich den hier hinlegen. Wie erfindet man so ein Spiel? Ich finde es ja faszinierend, wie Leute Spiele erfinden. Auch so Brettspiele und sowas. Kriege ich diesmal ein Dreier irgendwie hin? Sieht schlecht aus. Ich meine, ich habe mehr Punkte, aber... Nein, jetzt ist es wieder rot. Aber ich habe ihn jetzt. Da wird auch ein Zweier draus, aber kein Dreier. Okay, machen wir so. In der Mitte muss ich jetzt was Fettes hinlegen. Aber das schaffe ich, wenn ich da meine Vierer hinlege in die Mitte. Dann habe ich da jetzt mehr als er. Aber unten hat sie mehr. Aber unten kann ich nicht mehr best verbessern. Schade. Aber ich sollte mehr Punkte haben. Oh, was war das? Okay. Aber ich kann jetzt hier... noch einen Vierer hinlegen? Nein. Okay, ein Zweier. Tada, gewonnen. Außer unten. Allein, dass ich jetzt, dass das Spiel nicht aufgehört hat, heißt, dass ich später Karten aufeinander legen kann wahrscheinlich. Easy. Schriller. Oh, der sieht mächtig aus. Aber der braucht auch drei. Impossible. Impossible. Sie hat mich Mauer genannt. Du bist meine Mauer. You are my Everest. Okay. Quest. Matt ist 4 Punkte. Heißt das 5 Punkte? Oh Gott. Okay, irgendwie will ich doch jetzt wieder raus. Rico? Wer ist Rico? Mein Rico ist doch mein Chocobo. Kann ich hier rausreisen? Okay, ich komme hier wieder hin. Okay, dann... Aber ich will hier rausreiten. Werden wir raus und gehen zum Turm. Ich will noch den letzten Punkt für Titan finden. Und dann kriege ich Titan und dann fühle ich mich stark genug für die Schlange. Die Schlange wird trotzdem hart. Ach, du bist Rico. Creepy. I'm Snaps, by the way. Shutterbug and card-carrying member. Mind if I get a shot of you? For posterity. Oh, wie erpost. You got what it takes, but what about Bob? So, oh, ich soll jetzt Fotos machen? Alter, dieses Spiel hat alles. At least for your average photog like me, if you find the spot, take a moment to appreciate it. Fotolocation. Nur eine? Okay. It's Choco Time. Ganz ein bisschen übertrieben, wie man die ganze Zeit auf den Arsch schaut von den Chocobos. Ich reiz so. Wie kommen wir? Fuck, achso, ich bin zu weit. Ich glaube, wir kriegen irgendwann welche, die... Ich glaube, das war im Original schon so, dass man... Also welche können klettern, welche können schwimmen, welche können... alle schwimmen aber hier. Aber es gibt, glaube ich, auch welche, die weiter springen können. Die dann so halb segeln können. Schnupper. 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 Da sind Häschen. Schnupper. Ja.
Rubin. Warum hat das Eissymbol so ein Zeichen? Was heißt das? Alpha, Eis Alpha. Warum hat es ein Alpha-Symbol? Materia-Stufe gestiegen. Von was? Von Eis? Dann heißt das das Alpha? Nee. Du bist Informationseinholer. Okay. Du musst an Chocoborns denken. Unverschämt. Das sind Chocobos. Das sind so viel besser als Chocobons. Aber ja, Chocobons, Chocobons. Warum habe ich da noch nie dran gedacht? Das ist so offensichtlich. Oh nein. Jetzt muss ich immer daran denken. Chocobo. Bumm. Komm, gib mir eins. Ja, nee, fuck. Das ist eine Quelle, aber die falsche Quelle. Ich find's ganz geil, diese Kreise da. Dann sieht man, wie viele Quests es hier noch gibt. Und dann, wenn da keine Kreise mehr sind, habe ich halt ernsthaft alles gemacht. Das ist echt hier ein geiles Spiel für Leute, die... Ah, hier ist die Blumenwiese. Es war nur so weit weg. Okay. Ein Spiel, die sehr viele Leute lieben es, einfach zu questen. Und das Spiel zelebriert das mal wieder. Ich muss so runter und dann unter der Straße durch. Die Map ist ziemlich geil, da sieht man wirklich die kleinsten Sachen. Iverox. Ich muss mich mal informieren wegen den Trophäen. Weil es wirkt jetzt schon wie so ein Spiel, was einfach so unfassbar lang ist, dass ich nicht unbedingt Zeit habe, das Spiel zweimal durchzuspielen. Deswegen alle Trophäen auf einmal schaffen, wäre nicht schlecht. Wobei, man muss es auf hart durchspielen. Also Remake musste man so oft. Ich habe das Remake so oft durchgespielt. Weil die Trophäen so mies verteilt waren. Tifas oder halt alle Kleider für Cloud und Freunde kriegen, das war so oft muss man durchspielen. Supertrank. Okay, vielleicht lohnt es sich doch. Wobei, Supertrank für die Schlange ist wichtig. Trank wäre traurig gewesen, aber Supertrank nehme ich. Ich spiele eigentlich immer die Hauptstory zuerst, aber in dem Spiel hier gibt es halt so viele verpassbare Sachen. Weil es ist keine richtige Open World. Also es ist jetzt quasi, also soweit ich weiß, soweit ich glaube, du hast bis in diesem riesigen Gebiet jetzt. Das ist quasi ein fettes Kapitel oder zwei Kapitel und dann irgendwann kann ich nicht weiter raus. Und dann irgendwann bist du im nächsten Kapitel und kannst hier nicht mehr zurück. Zumindest habe ich Angst davor. So ist es oft in Final Fantasy Teilen. Das ist quasi riesige Abschnitte. Aber wenn du dann irgendwann weiterziehst, kommst du da nicht mehr zurück. Drachenkarriere, hallo. Dankeschön für 2 Monate. Hi. Schilder aufstellen kommen mir bekannt vor. Hier ist es ein bisschen einfacher. Aber jetzt habe ich Bock, Tears of the Kingdom zu spielen. Gott, ich habe so wenig Zeit. Ich würde so viel mehr Spiele gerne spielen. Ich glaube, die habe ich noch nicht analysiert. Nee. Wenn ich jetzt Flammenblitz mache, werden da noch andere getroffen? Oh ja.
Oh ja. Mario Kart wollen nicht spielen. Gute Spiele. Warum sind es so viele hier? Und ich wechsle auch den Gegner während der Attacke, das ist auch geil. Wow, just look at all of them. I've never seen these kinds before. Rote Blumen? Es ist Mohn. Aerith. I got this. Lass Mohn machen. Lass Mohn. Your face says otherwise. Riechen. Good thing you've got me here. Sort of reminds me of when we picked flowers for the leaf house. I just knew you'd go for the foxtails. What? I swear, das ist Getreide. Borstenhirsche pflücken. Oh, warte, warte. Wo sehe ich das Bild? Hier. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche kein Getreide, glaube ich. Ich brauche Rot. Rot. Aber Rot mit Gelb in der Mitte. Die sind nicht gelb in der Mitte. Wenn sie jetzt andere Rote finden? Doch, das ist wahrscheinlich das Gleiche. Und dann, da sind Weiße. Ja, die nehme ich. Wow, die smell heavenly. Heavenly. Okay, da ist Gelb. Blau ist da nicht drin. Es ist eigentlich nur Weiß, Gelb und Rot. Oder zählt das Grün auch? Aber da steht 3. Das Grün kann ich zählen. Also auf dem Bild ist das Rot da mit einer gelben Ding in der Mitte. Und die Roten hier haben nichts Gelbes in der Mitte. Aber... Aber es gibt kein anderes Rot hier. Dann nehme ich das Rot. Oh, now these are... Habe ich einen guten Job gemacht, Aerith? Da sind blaue Blumen in meinem Korb. Das habe ich nicht gemacht. Alright, that should probably be enough. Okay. Das heißt, hier kann ich auch schnell reisen. Das ist ein bisschen verwirrend, dass das sind Schnellreisepunkte, das sind Schnellreisepunkte. Quasi alles, was ein Punkt ist. Ja, echt alles, was ein Punkt ist, kann man als Schnellreise benutzen. Krass. Selbst ein Schatz, den man noch nicht gefunden hat. Na dann, gehen wir jetzt zu dem Turm. Was ich noch sagen wollte, ich fand den Pokémon Direct Stream bei dir äußerst amüsant. Pokémon Presents. Du bist doch so korrekt immer. Da wollten dich echt einige ärgern und du hast wirklich immer genau diese Texte gelesen. Hä? Echt? Achso, ja, da gab's dann so nach einer Zeit. Am Anfang hatte ich mich ja so gefreut, dass Legends verkündet wurde. Damit die ganzen Leaker endlich mal die Klappe halten, auch wenn sie es natürlich nicht tun. Aber stimmt, dann kamen immer wieder Leute, die irgendwas gesagt haben, was mich fertig gemacht hat. Also, was heißt, ich habe die richtigen Dinge gelesen? Ich habe alles gelesen. Mein Chat ist nicht so schnell, dass ich mir aussuchen müsste, was ich lese. Ich muss alles lesen. Es geht gar nicht anders, alles zu lesen. Das ist ja das Gemeine. Ich kann nicht Sachen überlesen. Was ist das? Ein Loch. Das kann nicht gut sein. Kopf reinzustecken. Nein, nicht die Wölfe. Oh Gott. Ich
Wo bin ich? Gott, die Wölfe sind schrecklich. Oh, Red ist schon stark, ey. Hey, diese Attacke gerade. Ich hab schon Limit? Ich sollte alle eigentlich den Limit aufbewahren für die Schlange. Das mache ich. Ich setze meine Limits natürlich jetzt nicht ein. Ich bin so klug. Rip Yuzu? Was ist Rip Yuzu? Leo, es kommt dieses Jahr kein Pokémon-Spiel mehr raus. Abspann. Ja, inzwischen weiß ich, was die Leute meinen, aber... Also... Das ist einfach so eine Annahme, die ich nicht nachvollziehen kann. Es ist Februar und... Leute sagen, es kommt kein Pokémon-Spiel mehr raus. Hä? Ich meine, ja, wir kriegen kein Mainline-Game wahrscheinlich mehr. Aber selbst das könnte trotzdem sein. Aber ich finde es schlimm, einfach so einfach so ein rausgekotztes Statement, so, es kommen keine neuen Pokémon-Spiele mehr raus. Ist, hä? Endlich lässt sich Pokémon mehr Zeit. Das ist auch falsch. Endlich lässt sich Pokémon mehr Zeit. Das sehen wir erst, wenn das Spiel draußen ist. Ich glaube sicher nicht, dass sie sich Zeit lassen. Die lassen sich nicht Zeit, die bringen das Spiel, ob die das jetzt im November rausbringen oder im Januar, ist auch komplett egal. Wir sehen ja, ob sie sich Zeit gelassen haben. Ich glaube, es hat eher was mit dem Release von der Switch zu tun und sowas. Viel wichtiger ist, dass bald die PlayStation 6 kommt. Let's go. Final Fantasy 30 auf der PlayStation 6. Der Emulator, wo Nintendo geklagt hat? Ja, aber warum sagst du RIP? Nein, Chadley, nein. Irgendwie erinnert es mich ein bisschen an Death Stranding, so diese Mechanik und dann so ein Screen, der rauskommt und so. Irgendwie habe ich dauernd Death Stranding-Vibes. Okay, immer noch kein... Nichts Wichtiges. Wo ist der zweite... Ah, doch, hier. Da! Da ist es. Da ist mein Titan. Wie, aber das hat doch gerade erst angefangen. Wie kann Nintendo jetzt schon, wie kann da jetzt schon ein Urteil sein? Das Problem ist, dass Yuzu, also ich weiß auch nicht so viel, aber Yuzu hat anscheinend ein Patreon, auf dem Leute der Software Yuzu Geld geben können. Und das darfst du nicht als Emulator, weil du dann mit der Software, aber Project 64 macht auch, was halt keine aktuelle, Project 64 nimmt auch Spenden an. Das ist wahrscheinlich was anderes, Spenden annehmen und Patreon ist wahrscheinlich was anderes. Keine Ahnung, deswegen hat Nintendo die jetzt irgendwie dran gekriegt und konnte sagen, ihr dürft es nicht. Aber interessant ist, weil es gibt ja genau exakt das gleiche Ding, ich kann es nur immer nicht aussprechen, wie das heißt, Rayquaza, Ryujitsu,
Und das Ding funktioniert exakt so wie Yuzu. Also warum kriegen wir das nicht dran dann? Paywall. Das heißt, auf dem Patreon konnte man ein besseres Yuzu bekommen. Dann wäre es logisch. Ja. Dann kaufst du dir ja den Emulator. Sogar ein bisschen Backstory hier von den Espers, nice. Und da ist er, unser letzter. Jetzt müssen wir diesmal für eine Melodie machen. Nein. Die Konkurrenz weggeklagt. Mariko, Yuzu ist keine Konkurrenz. Wobei, irgendwie ist es Konkurrenz, stimmt schon. Bam, bam. Uff, das war großzügig von dem. Emulatoren müssen immer free sein. Ja. Ja, ich muss ihn besiegen bei Chadley. Alright. Wir können jetzt natürlich noch sehr viel mehr machen hier auf dem Weg zur Werkstatt, wenn wir schon mal da sind. Wobei, wir können ja eh überall schnell reisen. Das ist so krass. Jetzt mal zurück. Ich gehe mal die Blumen ab und dann hole ich mir Titan. Das sollte doch jetzt ein Klack sein. Und dann skill ich mich mal um und guck, ob wir die Schlange besiegen können. Wow. It was our pleasure. I'm kind of worried though. What if mine's not as pretty as mom's? Well, lucky for you, I just so happen to be a florist. I'd be really? We'll make two. Right, Cloud? Was muss ich mehr machen? Noch mehr Pflanzen. Hey. It's just like mom's. Yes. But this one's all yours. Yeah. I didn't think I could do it, but I did. Ach so, wir haben ihr geholfen, das Ding zu bauen. Okay. I couldn't have made this without you. Yeah, you could. Believe in yourself. Oh, Mysterium des Planeten, sehr gut. Majoran, ich habe Majora gelesen. Oh, Billy. Here, for you. Chloe, did you make this? Uh-huh. Geschwisterliebe, Geschwisterliebe. So? Cute, don't you think? Yeah. Mit Belgien an der Hand, oder? Schwarz-Rot-Gold ist Deutschland und Schwarz-Gelb-Rot? Ist das Belgien? Ich krieg ja für alles eine Trophy hier. Okay, dann könnten wir noch zu den Mogris einmal gucken, weil ich habe Medaillen und da war, glaube ich, was Cooles. Welcome, Kubo. Das ist doch logisch, dass du für Emulatoren kein Geld verlangen darfst. Du klaust die Software von jemand anderem. Einführung in Schwertkunst ist das für Cloud und das für Tifa. Okay, kaufen wir das für Cloud und das für Tifa auch noch. Sehr gut. Und jetzt Titan. Für den, ich meine, ich könnte mich jetzt schon, aber ich weiß gerade nicht, habe ich Titan überhaupt gescannt? Nee. Und wenn, kann ich das hier nachschauen? Sachen, die ich gescannt habe. Ah, hier. Nee.
Ach nee, die Quests sehen einfach nur genauso aus wie die Chadley-Sachen. Aber hier ist Chadley. Graslandregion, Kampfsimulator. Esper-Titan. Okay, da kann ich nichts machen. Ich muss jetzt kurz... Warte, ich könnte auch noch kurz gucken, ob ich hier was Neues habe. Cloud hat was. Konterfeuer. Kontert im Team bei gutem Timing einen gegnerischen Fernangriff. Uff. Cloud schleudert tiefer für einen gemeinsamen Angriff in Richtung des Gegners. Gibt's irgendwas, was mich stärker macht? Nehmen wir einfach das. Ich check das mit dem ganzen Team und sowas noch nicht so ganz. Oh, Tifa hat noch was. Oh, die haben alle noch was. Aerith hat noch was. Leibwache. Warum kann ich nicht hier hin? Okay. Und Supertränke kann ich ja nicht kaufen. Sechs Phönixfedern sollten reichen. Okay, jetzt muss ich kurz mich leveln oder mich anschauen. Oh je, meine. Okay, Synthese. Vielleicht können wir noch ein paar Heiltränke machen. 15 Stück gegen Gift. Also die hatte auch Gift. Aber ich glaube, ich kann sogar Phönixfedern machen. Okay, mache ich mal ein paar Phönixfedern. Wie gehe ich hoch? Gar nicht. Eins. Wachmacher, Echoschirm, Kissen. TP, ich muss das Heilspray auch mal machen. 350 für alle Gefährten. Mix Heilgetränk. Oh, das heilt auch. MP nehme ich. Heilt hier irgendwas MP? Nein. Repros sind auch geklaut und werden verkauft. Verklagt Nintendo nun doch Palworld? So ungefähr wie Palworld, das ist ein anderes Thema. Nein, Nintendo verklagt nicht Palworld. Und ja, Repros könntest du auch als geklaut ansehen und verklagen, natürlich. Warum ist da ein rotes Zeichen? Okay, dann fehlen Sachen. Selbst meine YouTube-Videos sind geklaute Sachen und könnten verklagt werden, selbstverständlich. Okay, Cloud ist auf jeden Fall dabei. Und... Okay, warte, ich probiere es doch erstmal einmal kurz. Titan, weil dann kann ich ihn ausrüsten. Cloud, there are variety and are used for... You should pick up any you find. A certain shops might be willing to trade them for good. Bam, bam, bam. Schwächestufe 3. Schauen wir mal. Diese kleinen Pferdeschwanz da hinten. Oh Gott. Okay, also blocken.
Ah, ich hätte zuerst schauen müssen, ob ich den schon analysiert habe. Aero, ja, natürlich war der schon. Ah, verschwendet. Ich hab geblockt. Hat das gezählt? Eisige Verkettung. Ach, das ist neu. Okay, was war das für ein komische Kacke? Flammenblitz. Wenn ich in der Luft bin, kann ich nicht blocken. Oh mein Gott. Okay. Du machst jetzt mal deine Aero-Sache. Okay, also der hat um einiges weniger TP. Fuck. Segen des Erdreichs, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir müssen schocken, Aerith, mach dein Aero. Granit, kannst du anräufen. Granitgefängnis. Passieren Sachen. Was ist das? Oh mein Gott, scheiße. Oh Gott. What the? Ja. Okay, die, es war also doch eine Attacke. Ich dachte die ganze Zeit, was macht er da? Okay, das ist die... Immer wenn Ausrufezeichen daneben ist, dann kann man, glaube ich, nicht blocken. Schockanfällig. Sternenstaubstrahl, der war, glaube ich, insane, die Attacke. Jupp. Und dann gehen wir Aerith, müssen wir jetzt Aero machen, aber sie, er ist schon, okay. Ja, auf einmal ist der sau einfach. Das ist ganz cool, die zwingen einen, die Welt zu erforschen, damit die Titanen oder damit die Beschwörung einfacher ist zu besiegen. You work for me now. Cool. Na cool, also man kann sich auch natürlich richtig reinsteigern und versuchen, ihn normal zu besiegen, aber... Ja. Und jetzt können wir ihn ausrüsten. Ich hätte aber tatsächlich erwartet, dass Nintendo das macht, aber wahrscheinlich sehen sie Pavel doch nicht als gefährliche Konkurrenz. Sind sie auch nicht und sehen sie auch nicht. Ich weiß nicht, was Leute da groß hatten, ey. Es sind zwei komplett verschiedene Spiele. Es wurde auch gezeigt, dass nichts geklaut wurde. Alles nur, das Internet ist durchgedreht. Im Namen von Pokémon. Und Pokémon dachte sich nur so, ist uns doch egal. Okay, wir haben geschlafen. Kampfeinstellungen. Nee, das benutze ich eh nicht. Aber das Team könnte ich ändern, aber jetzt bin ich gerade so auf die drei eingeschossen. Okay, Cloud kriegt jetzt auf jeden Fall den Titanen. Und heilen ist wichtig, Feindtechnik brauche ich nicht. Habe ich irgendwas Cooles anderes inzwischen? Glut. Brauche ich nicht. Automagie brauchen die anderen. Stehlen, Morphen. Morphen anwendbar, aber was ist Morphen? Achso, das macht einen Gegner zu einer Materie.
Das bringt bei der nix. Okay, dann nehme ich aber den anderen jetzt die Sachen weg. Das wird jetzt nervig, weil dann muss ich alle wieder neu machen. Angelegte Ausrüstung priorisieren, was heißt das? Gibt's irgendwie verschiedene Slots? Nee. Umblättern? Nee. Das heißt, wenn ich jetzt jemandem so Sachen wegnehme, sind die einfach weg. Okay, dann nehme ich weg. Als erstes, hier, TP-Boost kriegt unser Cloudy Boy. Wir haben Heilen und Glut und Frost. Frost brauchen wir. Ich mache Frost an erster Stelle. Wir haben ATB, magische Attacke, erhöht die magische Attacke um 20. Yep, weil wir wollen Eis machen. Erhöht die Aufladung des ATB-Leistes beim Angreifen oder Blocken um 10%. Aber Ladebalken ist auch geiler. Aber Angreifen ist wichtiger. Und dann haben wir hier Analyse. Das brauche ich bei der nicht. Präzise Abwehr. Also alle drei brauchen auf jeden Fall Eis. Aber ich habe nur zwei Eis. Tiefer kriegt ihr Eis weggenommen. Automagie könnte ich mir noch mehr holen, damit die anderen automatisch Eis machen, wenn ich nicht mit denen kämpfe. Gott, ich habe einfach super wenige Sachen. Autospezialfertigkeit. Verlängere das Eingabefenster für präzise Abwehr. Okay, Chadley, gib mir deine Automagie. Your efforts have yielded, and perhaps you would like to use it. Oh, welche Magie nehmen die denn? Ach, die wahrscheinlich damit verbunden ist. Okay. I can't help but wonder. Und Coraudo. Analyse, Glutfrost, TP Boost heilen. Dann Red. Gott, der kann ja gar nichts. Wirbelkonter. Erhöht den Schaden von Waffenfertigkeiten. Okay. Verlängert das Eingabefenster für präzise Abwehr. Wobei, das ist eigentlich eher wichtig, dass das Cloud kann. Weil ich werde mit Cloud die ganze Zeit kämpfen. Ja. Entfernen. Cloud kriegt anstatt Analyse die... Was war das jetzt? Präzise Abwehr. Verlängert das Eingabefenster für präzise Abwehr. Und du kannst Toxin, was die Schlange, der Schlange sowas von egal ist. Aber du kriegst Frost. Hast du überhaupt hohe Magiewert? Was hast du? Magische Attacke 90, du hast 67. Okay, du kriegst Eis. Red kriegt keine Magie. Red kriegt Gewitter. Nein. Red kriegt nichts. Automagie. Und für Heilen braucht man kein Luft. Habe ich nur ein Heilen? Ah ne, hier. Okay. Auto heilen. Mit den paar MP, die du hast. Okay, okay, okay. Ich meine, ich kann ihm Analyse geben. Okay, und dann Aerith kriegt auch Luft, du kriegst Eis. Frost. Und dann Automagie auf Frost. Ne, dann sind die beiden. Automagie auf Frost. Das heißt, sie macht automatisch gegen die Schlange Frost. Gebet. Ja, ich muss Gebet einsetzen. Ich bin so blöd, dass ich nicht Gebet einsetze. Okay, was haben wir eigentlich hier für... Ich sag so viel, okay, I know. Wir haben hier andere Sachen. Lederreifen, physische Abwehr, magische Abwehr. Nee, das passt. Das passt alles. Wir haben halt super wenig Zeug. Okay, Tifa braucht gar nichts. Aerith hat Ohrring. Red braucht was. Chocobo-Feder erhöht Schnelligkeit. Schutz während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Schlaf. Er verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das ist gut. Das kriegst du.
Die anderen Sachen kann ich alle nicht ändern. Okay. Kann sein, dass die noch mehr wollen, dass man mehr rumgeht, anstatt die Schlange besiegt. Ist die Schlange hier schon drin? Schriller. Mu. Nee, ne, das tut so, als ob ich die Schlange nie gesehen hätte. Ja. Waffenmodifikation. Wie? Wie modifizieren wir? Hier steht nichts. Ich kann nichts ändern. Ich kann nichts machen. Steht einfach nur da. Automatische Modifikation. Was? Was? Aber wo ändere ich denn Sachen? Ach hier, konfigurieren. Das war's? Ich dachte, ich kann die jetzt irgendwie aufleveln. Waffenstufe. Okay, dann nicht. Aber was war mit diesen, warte mal, auf Items, diese Bücher, die ich gesammelt habe, muss ich die einsetzen? Schlüsselgegenstände? Nee. Lords Codex. Okay, das habe ich einfach. Eine Einführung in die Schwertkunst, mit der sich Clouds Waffenpunkte vermehren lassen. Okay, ich muss es nicht einsetzen. Okay, probiere ich es nochmal. Where we'll meet next. So many fascinating possibilities. Eieieiei. Das was wird. Ich meine, es war letztes Mal schon knapp. Obwohl es First Try war. Da habe ich so viele Fehler gemacht. Okay. Ich kann wahrscheinlich hier oder besser hier. Besser hier. So. Ich glaube, ich musste da hinten klettern. Hier war der Moira. L.A. Moir. Kann ich irgendwie hier... Wobei, es speichert automatisch. Sehen wir nicht putzig. Vor allem... Ich sehe von hier aus die Schlange, Mann. Seid ihr dumm? Seid ihr blind? Macht direkt Blitzhager drauf. Frosthager, meine ich. Früher hieß das, glaube ich, auf Deutsch Blitzhager. So von wegen Blizzard. Aber jetzt ist es Blitz... Gewitter... Gewitthager? Keine Ahnung. Die würden uns auch nicht helfen. Bam, bam, bam. Okay. Nach vorne lehnen und viel Spiel pausieren und taktisch, aber vor allem draufhauen. Und blocken. Blocken, blocken, blocken. Und schauen wir mal, wie gut unser Eis ist. Was? Was ist daneben? Ich block die ganze Zeit. Das war geblockt, das war gut. Glaube ich.
Oh, das war schneller als letztes Mal. Letztes Mal hat es ewig gerade, bis ich überhaupt hier war. Aber ich muss, ich habe eh keine, ah doch, ich habe noch 20 MP. Die anderen haben gar nichts gemacht bisher. Erisu, mach mal Eis. Ja, das ist ein sehr guter Ort, hier drin zu sein, mitten in der Schlange drin. Also Red hat kein Limit mehr, das hat nicht so gut geklappt mit dem Limit aufbewahren. Ich werde aber geheilt von irgendjemandem. Ich glaube, Red heilt mich tatsächlich, das funktioniert schon mal. Ja, jetzt packt die mich wieder, oder? Ah, ich glaube, die muss mich. Ich glaube, die kann mich gar nicht kriegen. Okay, wir machen. Aber Cloud kann Sachen. Wird der jetzt gerade gegessen, ne? Der wird gerade gegessen, der Crowdo. Vielleicht lässt sie ihn fallen, wenn wir genug Schaden machen. Nein. Cloud wurde gerade geheilt. Okay, das ist Teil der Story, dass er gefressen wird. Kann man nicht verhindern. Das war dumm. Oh, das war gut. Warum? Cloud ist wieder da. Wahrscheinlich muss man sie schocken, damit sie ihn ausspuckt. Aerith, mach Eis. Lass mich eine starke Attacke machen, noch schnell. Synchrofertigkeiten, Blütensturm. Das war letztes Mal sehr gut. Nice. Sehr easy. Was macht sie? Hallo! Hello everybody! Entschuldige, ich bin gerade bei einem fetten Bosskampf. Ich muss konzentriert bleiben, wir haben es fast. Epic Fight, Epic Music. Herzlich willkommen, Taiyajin, Dankeschön. Hattet ihr einen schönen Stream, was habt ihr gemacht? Habt ihr das gleiche gemacht? Ich beschwöre jetzt erstmal unsere sexy Shiva. Für euch. Für euch, Shiva. Himmlischer Schlag. Eiszapfenhagel. Himmlischer Schlag. Liebe Shiny-Jäger, ja, nach dem 100. Kampf hoffe ich, dass die Schlange irgendwann rot ist. Machen wir mal Eiszapfenhagel, ist das besser? Oh, das ist gut. Eiszapfenhagel war gut. Auch nochmal Eiszapfenhagel. Mach nochmal Eiszapfenhagel. Shiva, da hinten, man sieht's nicht, aber sie kämpft für uns. Easy. Midsommar bekämpft. Was? Sie ist nicht tot? Stimmt, im Original verkriecht sie sich auch bloß, glaube ich. Luft anhalten. Wasser ist aber ein bisschen seicht. Wir halten immer noch die Luft an. Was habt ihr getan, Tai? Herzlich willkommen. Wir spielen gechillt ein bisschen Final Fantasy. Wir haben im Stream bisher trainiert, um die Schlange zu besiegen. Aber ich habe es nicht geschafft anscheinend. Ich bin tot. Aber jetzt kommt wieder das Schicksal und rettet mich. Da 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 da.
Sephiroth braucht mehr Screentime. Dauernd ist er da. Oh. Praktisch. Aber das kann er ja nicht wirklich gewesen sein. Das ist doch nur wieder sein PTSD. Sephiroth war nicht wirklich da. Oder vielleicht doch. Vielleicht war er wirklich da. You remember who I am? Tifa? It's good to have you back, Cloud. Hallo. Wir haben die Schlange gerade besiegt. Second try. Second try. Those guys are looking for him too. They've gotta be. Dankeschön, Chris. Hallo. I kinda get that feeling as well. Vielen Dank. Ich habe gestern angefangen, aber der Anfang geht ja wirklich ewig. Ohne sich überhaupt richtig bewegen zu können. Und dann habe ich gestern die Schlange probiert und bin gescheitert. Und jetzt habe ich heute ein bisschen die Map erkundet und ein bisschen aufgelevelt und mich geskillt. Und auf einmal hat es sofort funktioniert. Wer glaubt schon, dass es tatsächlich hilft, ein bisschen zu skillen und zu leveln. Second ist gleich First Try. Es ist quasi First Try, weil der First Try zählt nie wirklich. Da stolpert man in den Kampf rein. So, ich habe immer die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwann nicht mehr zurück kann, aber ich glaube, das Spiel wird mir es irgendwie sagen, wenn ich nicht mehr auf die offene Karte zurück kann. Ich habe Angst, dass man nicht ganz Open World hier die ganze Zeit rumlaufen kann. Zum Beispiel jetzt gleich wahrscheinlich. Das war doch nicht gerade wirklich unser Sepi. Das ist doch nur das PTSD von unserem Cloud, das der Sepi gesehen hat. Und er hat selber die Schlange gelegt. Oder Zekka. You fought the worst for a living. Not us, though. Yeah, good point. You mind taking the lead, Merc? Yeah. For 2000. Wie er mich immer noch Merc nennt. Enough for her standard course. Twice, right? Her what now? Ask him. Cloud? Forget it. You guys need to focus. Wasn't all that long ago that this place was a working Mithril mine. Y'all know about Mithril, right? Panzerung. Not anything specific. Stark. No. It's pretty tough. And beautiful besides. Right on both counts. Ich weiß gerade gar nicht, ist Mithril? Auch Mithril gibt's in super vielen Spielen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich von Mithril gehört habe, war in Final Fantasy Crystal Chronicles. Should we pick up a few souvenirs then? So bewusst, dass ich mich daran erinnere von Mithril. Mithril existiert nicht wirklich, oder? Existiert Mithril? Wahrscheinlich so wie das Zeug aus dem Captain America's Schild ist. Schlafi, Schlafi. Müssen wir Schlafi, Schlafi machen? Wurden wir automatisch geheilt? Wahrscheinlich nicht. Wo sehe ich das? Ah, nee, ich bin nicht geheilt. Schlafi, Schlafi. Gott, wahrscheinlich auch schwer, davon wieder keine Bänke benutzen. Das war ganz geil. Mithril, Orichalcum. Alles immer wieder so Erze in Spielen. Ja. Perlen-Ingwer. Lecker. It seems we've caught up.
Come on. Schon irgendwie auch schade, dass die ganzen Items angezeigt werden, weil jetzt habe ich keinen Grund, in die Ecke da zu gehen. Weil jedes Item würde ich aus... sehe ich einfach aus 100 Meter Entfernung. Es kann ja trotzdem sein, dass da irgendwas ist. Looten und leveln. Moiren. Du spielst jetzt auch wieder Final Fantasy. Viel Spaß. Hope they're okay. Yeah. But if not, glaubst du, Mithril gibt es wirklich? Nee. Mithril. Du spielst Final Fantasy X, eins der besten. I don't know. We shouldn't just leave them. You know what? I'll go check. Okay, I'll come too. Nah, you stay. I know what I'm doing down here. Oh nein, Solo Quest mit Barrett. Werde ich jetzt gezwungen, Barrett zu spielen? I'm no stranger to caves. Okay, if you're sure. Sorry to. I mean, thank you. Fängst gerade an? Oh. Großartig. You keep track of the other robes now. You hear? Of course. Auf was spielst du 10? Nicht das Original, oder? Wahrscheinlich das Remaster. PS4? PC? Gibt's auch einen PC, oder? Final Fantasy 10. Das gibt's auf der Switch sogar, glaube ich. Okay, dann später ist es. Und jetzt zurück zu Barrett und Red. Oh, Babyschlangen. Warte, ich muss euch nicht so tot sein. Ich will alles analysieren. Nein, ich habe die Analyse weg. Ah. Ich muss umskillen. Red ist weg. Ah. Schild lauert. Oh mein Gott. Der Cloud war noch nie so aggressiv in dem Spiel wie hier. Die Attacken, die Animationen. Da kommst du nicht hoch. Oh doch. Ich muss nur Kreis drücken. Meinst, die haben echt Erz erfunden? Verschiedene Spieleentwickler nutzen diese Begriffe. Ich find's seltsam. Okay, Google. Zeig mir Mithril. Das gibt's nicht, das ist T. Okay. Mithril. Is it real? Mithril is a fictional metal found in J.R.R. Tolkien's Middle-Earth. Mithril ist aus Herr der Ringe. Und alle haben das von da übernommen, wahrscheinlich. Was ist das? FP-Boost? Wichtig, wichtig, wichtig. FP-Boost, wichtig. So, jetzt müssen wir mit Tifa spielen. Was hat denn Tifa hier? Kannst du... nimm du mal Chocobo. Und du nimmst... Hast du noch irgendwas? Nimm mal Glut. Und du nimmst Luft. Und... Und ich level... Was kann ich denn leveln? TP-Boost. Aber das ist nicht mal TP-Boost Plus oder sowas. Aber das dauert wahrscheinlich ewig, bis wir das kriegen. Heilen. Vita, Vitra. Ja, das werde ich immer brauchen. Das boosten wir. Aber ich habe gar keine Verbindung hier? Krass. Die Waffe hat null Verbindung. Okay, dann muss ich Aerith nehmen. Und Aerith boostet... Das Heilen von Cloud und FP, wo ist es? Blau. FP Boost. Oder sind die jetzt verbunden? Ja. Und Cloud
kriegt Bio, einfach weil ich es hab. Oder Frost. Ich hab schon Frost. Okay. Wir müssen den FP-Boost immer nutzen. Wenn wir ihn haben. Jetzt habe ich immer noch keine Analyse mehr geholt. Egal. Brace yourself. Das war geil, er springt in die eine Richtung und lenkt dann kurz noch zum anderen. Das ist sehr befriedigend, wenn der eine Gegner besiegt wird und dann macht man die Attacke noch schnell auf den anderen. Das ist geil. Okay, warte, gib mir Analyse, weil ich halte es nicht aus, nicht alles zu analysieren. Aber weil am Ende, wenn ich hier eine Gegnerdatenbank habe, sehe ich das hier. Und, ah ja, hier ist es. Warum ist da kein... Ich hatte die analysiert. Warum ist da keine Lupe? Ich habe die analysiert. Ich hatte sie nicht analysiert, weil ich gestorben bin. Ah. Egal, ich hoffe mal, es ist nicht schlimm. Okay, also es gibt dieses schöne Symbol daneben. Für den inneren Monk müssen wir also uns Analyse wiederholen. Was ist eigentlich das Bessere? Analyse auf alle Gegner, okay. Hat der liebe JRR wahrscheinlich nicht geschützt den Begriff Mithril. Ich weiß gar nicht. Doch, kann man bestimmt machen. Oder es war ihm immer egal. Aber dem Sohn ist es egal. Ich habe noch mal Analyse gemacht. Quatschkopf. Der Xbox One spielst du Final Fantasy. Blasphemie! Nee, viel Spaß. 10 ist großartig. 10 hat geile, aber die Ultima-Waffen sich zu holen ist so krank schwer. Ich würde mal behaupten, ist eine der schwersten Sachen, die du in Videospielen machen kannst. Lulus Ultima-Waffe zu holen in Final Fantasy X. Irgendwie finde ich es übertrieben, dass Cloud so Fernangriffe kann. Wäre das nicht der Sinn, wenn Gegner fliegen, dass ich einfach nicht Cloud nehme oder halt auf Magie ausweichen muss? Aber nein. Cloud kann einfach Fernangriffe. Immer Feuer. Diese R1-Taste, ne? Sie ist mir fremd. Guter Schock. Wo? Da. Was bist du? Aero. Tiefer kann, glaube ich, Aero, ne? Gotcha. Come on.
again? Eigentlich wollte ich nur die Schlange heute besiegen. Könnte ich jetzt von hier wieder zurück auf die große Welt und einfach da weitermachen? Aufträge, Karte. Chadley. Nee. Richtkarte. Doch, hier, warte. Okay, jetzt ist sie wieder. Jetzt ist sie weiter weg, hä? Ach, hier, Weltkarte. Registrationskarte. Okay, und wie komme ich jetzt wieder auf die kleine Karte? Regionskarte. Schnellreise. Das heißt, ich könnte einfach jetzt hier hin. Oder hier hin. Ah ne, man kann nicht dahin. Man ist quasi jetzt in einem Dungeon oder in einem Storyteil. Kommt nicht raus. Nein. Nourish, dankeschön für den Raid. Hallo Nourish. Leere Kisten. Nichts, was einen mehr enttäuscht. Kurzer Ladebildschirm. Alles gut bei dir? Yes. Muss ich ziehen, oder was? Okay. Hallo, Mr. Frosch. Mr. Frosch. Muss nicht immer alles Englisch aussprechen. Mr. Frosch. Was habt ihr am Sonntag getrieben heute? Da sind die Minen. Wow, this place is huge. What's that? Elden Ring. Hopefully, I take it out of here. Let's see. Nice. Ich selber habe noch nie Elden Ring gespielt. Wahrscheinlich werde ich es auch nie machen. Wobei ich gerne würde. Aber ich weiß nicht, wohin mit der Zeit. Das Spiel ist nicht so kurz, glaube ich. Wir spielen das neue Final Fantasy. Ich bin normalerweise Pokémon-Streamer. Also ich mache nur Pokémon, aber wenn eins meiner Lieblingsspiele rauskommt, da gibt's eine Ausnahme in der Nacht. Weniger Shinies Farm, mehr Elden Ring. Ja, aber Shinies Farm ist halt mein Beruf. Ich kann doch meinen Beruf nicht im Stich lassen. Korn. Wir müssen eine Batterie finden. Komm, tu das weg. So. Können wir das nicht einfach ziehen, Leute? Achso, schieben wahrscheinlich. Ja. Ich dachte eigentlich, du hast mittlerweile schon alle. Nö, ich lasse mir ja da Zeit. Würde ich nur Shinies handen die ganze Zeit und keine Rücksicht auf Videos machen oder streamen, dann hätte ich schon alle, ja. Aber da ich Content aus jedem Shiny machen will, dauert das sehr lang. Mehr zum Genießen. Ist das jetzt hier ein... War ich da schon, oder? Hä? Ah, du, Gegner. Ich habe ihn nicht gescannt. Kastagnette? Sieht aus wie Eis. Wirksam ist Eis. Irgendwann kommt von jedem Pokémon eine zweite Shiny-Variante und hat Leo einen Lebensjob. Ich meine, es gibt ja schon
Square Shinies. Aber nö, danke. Ey, das ist ja das Krasse. Das wird immer irgendwie weitergehen. Selbst wenn ich alle Shinies hätte, würde ich danach gern alle Trophäen in allen Spielen haben. Alle Medaillen in Schwarz und Weiß. Es gibt so viel zum Sammeln in Pokémon. Es wird niemals aufhören. Ich meine, das Schlimmste ist, ich habe alles und dann muss ich jedes Mal halt ein halbes Jahr warten, bis was Neues kommt. Kannst du angreifen? Wie viele Attacken kann ich hintereinander machen, sodass ich nie den Boden berühre? Das ist ja wie in, wer ist es? Devil May Cry. Okay, ich habe noch keineswegs mal den Boden berührt, seitdem ich den angegriffen habe. Wie geil. Schauen, sie hat schon direkt die Materia erhöht. Aber was hat sie für eine Materia? Egal. Weiter. Ich gehe da mal langsam schlafen. Nourish. Gute Nacht. Dankeschön, Dankeschön. Ninja-Turm hat für dich nichts. Shiny Ninja-Turm? Es sieht schon anders aus. Ist wie Mimikyu, ist einfach schwarz-weiß. Oder entsättigter. Probleme sind eher sowas wie Elekid. Elekid, Pichu. Das sind die Problemkinder. Genau. Happens weiß doch immer, was ich gleich sagen will. Elekid. Kommt da jetzt ein Boss? Oder wird es jetzt ein DLC wie Barret und Tifa da unten, Barret und Red da unten sind? Relax. Recuperate. Correct me if I'm wrong, but that sounds a lot like a nice long all expenses paid vacation. Wie heißt er nochmal? Was mit er? Sorry, but I gotta say it. This mission, it makes no sense. Why are we wasting our time following these hooded weirdos around? Orders are orders. The whys and wherefores are not our concern. Yeesh. Maybe you need a vacation. So about him, Mr. Workaholic. Thoughts? I say we put him down. I mean, that's what Sung would do if he was here. Sung ist der Anführer. Who's there? Sie ernsthaft ernst. Sharp ears. Damn it. No freaking way. Avalanche. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. Ist sie neu? War die im Original? Nee, ne? Es waren immer nur Glatzkopf und rothaariger Typ. On vacation. And unfortunately for you, I'm here to fill in. She may be new, but she's still a Turk. And a consummate professional. Kann man die analysieren? Stimmt. Wirksam Elektro. Habe ich halt null. Um sie schockanfällig zu machen, kannst du entweder Treffer mit starken Fertigkeiten landen oder sie unterbrechen. Synchron funktioniert. Ah, okay, wenn die beiden Synchro machen. Okay, einfach erstmal blocken. Das war Analyse, du Trottel. Yeah.
Gott, ey, lass mich. Oh Gott. Wo geht die Titanfaust hin? Überall. Nein. Uff. Haben wir noch Auto-Heal? Nee, das war Red, der Auto-Healer. Nice, 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 nice. Oh, damn. Jetzt kommt es. Nimm die andere, sie! Ich kann sie nicht anvisieren. Ich glaube, das ist Absicht. Kann ich sie echt nicht anvisieren? Ja, ich kann sie nicht anvisieren. Krass. Oh Gott. Tiefer! Kann irgendjemand von euch wieder? Ja, okay. Warum mache ich nicht Gebet, ich Trottel? Nein, ich will auf Elena, ich will auf Elena, ich will auf Elena. Na, ich weiche so viel aus und sie trifft mich. Hacken dreht. Bam, voll getroffen. Nein, ich habe gehofft, dass er mich nicht trifft. Ich habe gleich ein Limit sogar. Komm schon. Ah. Sie ist gleich weg. Ist eigentlich Gebet stärker, aber Gebet heilt doch alle, oder? Ach, Gebet ist 2. Ach, shit. Nein, nein, nein. Wie sie hinfällt. Was für ein guter Charakter sie ist. Charakter. Okay, sie ist gone. Dann rufen wir jetzt mal Titan. So ein schöner Gegner für ihn. Du darfst mal. Du darfst mal selber einen Supertrank nehmen. Titan braucht ganz schön lange, bis er da ist. Können wir aus dieser Ecke hier rausgehen? Das ist ja schrecklich. Ich will eigentlich warten, dass er geschockt ist bis mit meinem Limit. Ich meine, ich könnte ihn noch einmal analysieren. Aero. Hat Tifa nicht Aero? Tifa hat Aero. Den jetzt sowas von Schock und dann gebe ich ihm mein Limit. Limit. Ich habe 2 Limits. Und Atomisator klingt so viel geiler. Nice. Elena.
Tatsächlich, sag nicht, das wird. Entweder es wird jetzt. Wir springen zurück und gucken, was die beiden gemacht haben, oder es wird ein DLC. Titan existiert seit, weiß ich gar nicht, also seit spätestens Final Fantasy 7 gibt es Titan. Wobei, gab es Titan in 7? Ich glaube schon. Zeng. I suggest you look in the mirror. For us, however, things have changed. Ich mache seine schlimme. If you stay out of our way, we'll stay out of yours. Ich mochte ihn in Crisis Core Liebe. Take care of Aerith for me. Elena. Nice one, Red. Na also. Na also. Ich mochte Final Fantasy 13. Viele mochten das nicht. Ich mochte es. Ich mochte den zweiten nicht so. So viel Slapstick in dem Teil. Hey. Lizzie Sama, dankeschön für 17 Monate. We're good. Just taking a quick dip to get the crime off. Okay, jetzt spielen wir die zwei. Aber was die vorhin gemacht haben, war wahrscheinlich auch nicht so wichtig. We'll find one. We'll meet you at the exit. Okay. Hojo's lab was filled with men like this. Mako poisoned. Every last one of them. Poor bastards. What do you think their deal is? Where they going? They're following Sephiroth. Or so Cloud seems to think. He did say that. Let's hope the boy can keep it together. Fünfzehn war cool. Ich meine, du musst nicht mit dem Auto fahren. Hier reitest du Jocobos, in 15 bist du Auto gefahren. Und 16 ist halt wieder richtig Mittelalter. 15 war so ein Mischmasch aus Mittelalter und Moderne mit den Gebäuden und so. Eine richtig abgefuckte Sache bei 15 war, dass... Ja, dass du musstest einen Kinofilm schauen. Oder du musstest so einen richtig krassen... Der war aber auch richtig gut, der Film. Du musstest einen Final Fantasy Film schauen, um überhaupt die Story zu verstehen. Weil du spielst so das Spiel, bist du die vier Teenager, fährst mit dem Auto und auf einmal so kommt so ein schwarzer Bildschirm mit Flashbacks und das ist der Film, den du sehen müsstest. Ich habe den Film gesehen, deswegen war es geil. Aber wenn du den Film nicht guckst, bist du so, was? Was ist passiert? Warum passiert gerade alles? Aber der Film war sehr gut. Oh, Puddings. Wie essen sie hier? Auch Pudding. Jetzt habe ich keine Analyse. Ich brauche aber Analyse, sonst raste ich aus. Ich mag Barrett nicht mehr fürs Kämpfen. Ich finde seine Attacken komisch. Mach dein dummes Eisrauch. Special delivery!
Warum ist es jetzt reduziert? Was haben die gemacht? Hey, warum sind die auf einmal so, ich kämpfe mit Red und keinen Bock auf den? Das macht er schon allein. Ja, Kaktorn, Puddings, Chocobos, Behemoth, Bahamut, Ifrit, Shiva. Warum sind die Puddings so schwer zu besiegen? Nichts ist gut gegen die, was ich habe. Ohne Synchrofähigkeit. Sprunggeheuer. Okay, okay, chill, chill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice. Jetzt habe ich sogar ein Limit. Blutzahn. Damn. Es sieht einfach episch aus. Und es ist so stabil. Keine Frame Drops, gar nichts. Soweit ich sehen kann mit meinen schlechten Augen. Bringt mir das irgendwas? Okay, es wird direkt eingesammelt. Warte mal, Analyse. Analyse. Wenn es hier ist, ist es wahrscheinlich öfter so, dass wir das Team teilen. Deswegen bräuchte ich mal zwei Analysen. Hallo, Arthurian, hallo. Feuer. Ach. Okay, Red, komm. Aber manchmal heißen die Charaktere, also die Gegner oder was auch immer, anders. Was ist das? Wie krass blockt der? Also Kaktor heißt zum Beispiel manchmal Kaktor, manchmal Kaktorius, manchmal... Ich glaube, das war's. Kaktor, Kaktorius. Chocobo heißt immer gleich. Die Esper heißen immer gleich. Aber ein paar Gegner heißen anders. Bomber. Bomber heißt manchmal anders. Pudding heißt manchmal anders. Vielleicht vermixe ich das auch mit Deutsch und sowas, auf Englisch. Aber eigentlich sind die schon immer leicht anders. Dass die Puddings gerade so schwer sind. Ich soll wahrscheinlich einfach Feuer haben, dann ging's. Ich glaube, ich habe noch ein Feuer übrig. Ich habe noch ein Feuer. Oh, ich habe Glut. Ich habe Frost, meine ich. Okay. Welche Spiele von Pokémon brauche ich, um alle zu fangen? Boss, alle Switch-Spiele? Also wenn wir von den neuesten reden, ne? Von den neuesten rückwärts gesehen, brauchst du alle Switch-Spiele? Legends Arceus, Brilliant Diamond, Schwert und Schild. Karmesin Purpur. Und dann gibt es ein paar auf dem Discord, gibt es eine Übersicht, die ich gebaut habe. Da siehst du die, die es nicht auf der Switch gibt. Und das ist Quaffaff. Ich will nicht gegen mich kämpfen. Das ist Quaffaff, Nagelotz und die Affen. Also bräuchtest du noch X oder Y und dann könntest du alle fangen.
Also alle Switch-Spiele und X und Y, dann kannst du alle Pokémon fangen. Grob gesagt jetzt. Ja, Feuer macht's auf einmal sehr einfach, okay. Halt. Hier ist aber was. Okay. Nicht gelb? Ich hätte es fast übersehen. Square Enix produziert Animes, ernsthaft? Ich meine, Final Fantasy XV hat ein Anime. Mehr fällt mir nicht ein. Eine Hand ist schon geil. Der alte Bowler. Boulder. Oha. Cool. Bei jeder vierten Produktion, die du anschaust. Okay, wir sind wieder oben. Was haben wir hier für einen Dämon? Ich glaube, den hatte ich schon. Archendrache. Aero. Eines Top-Titels, die du anschaust. Top-Titel ist Auslegungssache. Du weißt, dein Geschmack ist nicht meiner. Ich habe noch nie Square Enix bei einem Anime gesehen. Ich gehe falsch rum wie ein Trottel. Das ist überhaupt wichtig, dass ich das abschließe. Ich habe das Gefühl, ich krieg gar nichts. MP-Heilung. Okay. Sind ja. Dankeschön. Ich spiele hier die Höhlen noch durch. Keine Ahnung, wie lange die gehen, aber ich glaube nicht so lange. Weil dann muss ich mich wieder ins Video setzen und weiterschneiden. Ich muss halt noch auf Minute 32 kommen, das war mein heutiges Ziel. Wie frustriert werden Leute, wenn du sowas platzierst und es bringt gar nichts, dass du es bewegst?
Da war so eine kleine Falle im Spiel. So, jetzt nehme ich nämlich zuerst, gehen wir dahin. Für die Truhe, dann müssen wir es zurücktun und die Gabelung umgabeln. Ja. Aber so bringt es doch nichts, oder? Nee, das darf ich nicht machen. Nein, stopp. Ah, haben wir darüber schon geredet, Phoenix? Hast du Anime-Lover und selbsternannter Connoisseur der Anime-Gesellschaft? Hast du The Boy and the Heron gesehen? Wenn du jetzt Nein sagst, weil ich kann mich nicht erinnern, habe ich das... Ich habe, glaube ich, nur das letzte Mal, als ich Zelda gespielt habe, habe ich gesagt, dass ich ihn bald anschauen werde. Und dann habe ich ihn angeschaut. Nein. Also. Du darfst gar nicht Anime in den Mund nehmen, bevor du den Film nicht gesehen hast. Top-Titel. Das ist ja... Das ist ein Top-Titel. Muss man auf jeden Fall anschauen. Es ist jetzt nicht mein Lieblings-Ghibli-Film. Ich dachte zuerst, boah, das wird bestimmt mein Lieblings-Ghibli-Film. Aber er ist auf jeden Fall trotzdem so gut, dass man ihn anschauen muss. Aber das Wandelnde Schloss ist immer noch besser, finde ich. Mein Liebling. Gibt es den denn schon auf irgendeiner Plattform? Den muss man im Kino sehen. Nein. Gibt's nicht. Auch nicht auf einer Plattform. Sekundis. Solo Leveling hat eine Filler-Folge gemacht. Es gibt gar keine Filler-Folgen mehr. Die lassen sich doch jetzt inzwischen Zeit genug mit denen. Also ich meine halt, also natürlich nicht bei den großen, aber bei den kleinen Animes wie Solo Leveling lassen sich doch Zeit genug. Warum müssen die denn überhaupt Filler-Folgen machen? Das Suzume auch verpasst? Do you think you can give us a hand? Let me see. Hallo Anubis. Als nächstes packen sie ihre Hände aus, die wir bewegen müssen. Aber ist Solo-Leveling gut? Haben sie es gut gemacht? Ist Solo-Leveling auf Crunchyroll? Ja, ist gut. Warum ein Stil in der Wille? Ich mag Barret einfach nicht. Ich mag lieber schnell kämpfen und so Hack and Slay, anstatt da so zu stehen und zu schießen. Animation ist mega. Hmm.
Das kenne ich nicht, Phoenix. Horiyama. Horimiya. Horimiya. Das heißt nicht, dass Square das gemacht hat. Das heißt nur, dass sie mitgemacht haben. Also vielleicht haben sie es gemacht, aber... Das viele machen bei Animes mit. Ist Horimiya denn CGI-Anime gewesen? Wobei inzwischen ist bei jedem Anime CGI dabei. Ist ein Schnulzen-Anime. Nix für mich. Hm. Wie sollen sich denn hier Gleise verlegen? Aber gut. Eins sah schlechter aus, weil es nicht von Square war. Oha. Vielleicht mischen die ja wirklich bei so CGI-Sachen mit. Das hätten sie sparen können hier. Das ist wie beim Remake, diese Stelle, wo man mit den Händen die ganze Zeit hin und her machen muss. Gibt's eigentlich irgendeine Backstory, wie er seine Hand verloren hat? Ist in irgendeinem Spiel eine Backstory? Irgendwo erklärt das bestimmt. Appreciate it. Gut gemacht. Appreciated. Don't you forget. Entweder Deutsch oder Englisch machen da ganz komische Übersetzungen. Das lässt die Charaktere ganz anders dastehen. Wie kommen wir jetzt wohin? Muss ich einfach den Weg jetzt zurück? Was für ein Kampf kommt jetzt hier? Ein Talus. Ist das überhaupt was, dass ich auf den Kopf schieße? Wahrscheinlich. Now's our chance. Hit it with everything you've got.
Ei-Ei-Chef, Blitz. Was? Dachte, er ist geschockt. Schon wieder ein neuer Kopf. Muss ich den Kopf wegmachen? Wahrscheinlich. Feuer schlecht. Mach kein Feuer. Wir machen Blitz. Meine MP ist am Arsch. Okay. Das tut weh. ZW, kein Problem. Hat er wieder einen Kopf? Nice. Wie kann man sowas blocken? Blitzimpuls? Moment, ich kann Blitzimpuls. Das klingt besser. Oh Gott. Oh, das wird nix. Okay. Soll ich Blitzimpuls auf den Körper machen oder auf den Kopf? So gut ist es auch nicht. Das war jetzt Quatsch. Red, mach was Gutes. Du solltest mich heilen, Red. Verdammt. Komm, Schock ihn. Limit wäre schön, da eine Limit hier. Komm, jetzt eine Magie. Ah, Gott. Hätte ich meine Limit gehabt. Laserregen. Laserregen. Oh mein Gott. Was? Warum hast du Vita automatisch eingesetzt? Du hast Vita automatisch eingesetzt. Okay, gut. Was macht er? Macht das doch nicht? Okay. Laserregen, Synchro-Fertigkeiten. Mach mal eine Synchro-Fertigkeit. Meine Limit muss ich mir aufsparen. Boah, voll einen Trank verschwendet. Bohrerkanone. Cool. Phönix-Trank? Nehmen wir Phönix-Trank. Muss ich doch früher die Laser die Limit machen?
habe halt nicht mal eine Beschwörung mir geholt, aber ich könnte Shiva-Beschwörung machen. So schlimm. Mächtiger Laserregen. Ich hab doch Heilspray, genau. Geht auf beide. Ich treffe halt seinen Kopf nicht, das ist das Problem. Wie komme ich an seinen... Not possible. Fuck me. Eieieiei. Ich kann so viel machen, aber es wäre alles nutzlos gerade. Hallo, Kay. Shit. Keine Chance. Beziehungsweise natürlich habe ich eine Chance, aber ich muss irgendwie checken, wie ich den... Ich schaff's, den Kopf nicht anzugreifen. Die ganze Zeit ist sein fetter Arm im Weg. Wenn ich seinen Kopf angreifen könnte, dann... Irgendwie muss es taktisch... Irgendwas hat doch sein. Hallo Treskana. So. Okay, dankeschön für den Raid. Allerdings muss ich jetzt aufhören. Das ist so einer der Punkte, wo man aufhören muss. Ich muss mich umskillen auf jeden Fall. Und der Raid hat mich nicht abgelenkt. Nein, nein, nein. Ich war schon so gut wie tot. Aber ich muss mich umskillen, dass ich das überhaupt schaffe. Aber ich muss heute noch viel machen. Deswegen muss ich jetzt aufhören. Aber ich speichere mal hier. Nicht, dass ich da direkt runterspringe. Kapitel 3. Das Spiel ist echt lang. Vor allem, es sorgt dafür, dass es lang ist. Ich glaube noch nicht mal, dass die Story sehr lang ist, aber es zieht sich halt alles sehr wegen der offenen Welt. Und dann, ich habe auch das Gefühl, wenn man zumindest auf, wenn man auf normal spielt zumindest, und nicht auf leicht, muss man schon hier und da mal stillstehen und gucken, was man machen muss und ein bisschen leveln und ein bisschen umskillen. Kann ich aber durchlaufen. Aber besser ist es. Ist es denn gut? Natürlich. Natürlich. Es ist sehr gut. Ja, es ist wirklich sehr gut. Ich mag's. Und es sieht wunderschön aus. Es sind ja nur 150 GB. Da muss es gut aussehen. Okay. Vielen Dank fürs Dasein. Ich muss weg. Vielleicht morgen wieder um die gleiche Zeit nachts. Keine Tagesstream zurzeit, weil ich untertags das Video mache. Und jetzt mache ich auch das Video weiter direkt. Ich muss noch zu einer gewissen Zeit kommen. Und dann gehe ich schlafen und dann mache ich weiter. Und dann ist wieder Nacht und dann streamen wir hier weiter. Dankeschön fürs Dasein und
bis morgen. Tschüss, tschüss.